und gucken mal, ob wir hier irgendwo reinkommen können. Also. Jawohl. Immobilienterminal. Diese Immobilie gehört Emily Murray Fern. Öffentlich beschränkter Zugang, das heißt, vielleicht kommen wir doch nicht rein. Oder? Doch, wir sind jetzt im Nachbar gelandet, im Nachbarzimmer. So, jetzt müssen wir erstmal warten, bis sich alles hier aufbaut. So, jetzt hat es sich aufgebaut. So sehen also die Immobilien hier aus. Und hier hat also diese... Ah, jetzt geht das Licht auch an. So kann man sich das also einrichten. Zum Beispiel mit einem Bett. Bedienen kann ich das nicht, weil ich hier nicht der Eigentümer bin und auch keine Rechte habe. Hier könnte man sich dann vielleicht draufsetzen. Geht das wenigstens? Ja, okay. Dann so ungefähr. Ja, so sind die. Was hat er hier noch? Ein Kamin? Nee, Abluft oder was? So sind also die Immobilien. Diese Sachen muss man sich natürlich alle selber kaufen hier. Das ist klar. Schauen wir mal. Informationen. Geht das? Ach, das ist jetzt der Teppichboden. Der kostet 38, nee, 83. Der Armchair, also dieser, Gegenstandsinformation, genau, 20 nur. Wunderbar. Oh, der hat hier sogar seine eigenen Terminals, Personal Storage Terminal drin. Was haben wir hier noch? Da ist eine Tove. Gegenstand Information 17 Pet. Ja, wenn wir mal Geld haben. Shopkeeper, also verkauft er auch noch was. Ein Face Cutting Chair. 25 von 98 PED. Und das sieht dann aus wie ein Hairstylist. Also ist das ein Typ hier, der auch ein bisschen Service anbietet. Okay, das heißt, der Shopkeeper müsste eigentlich mir sagen können, es leckt alles ein wenig hier. Das liegt aber jetzt mal nicht. Shopkeeper kostet 40 Pit. Und hat er mir was anzubieten? Ist beschränkt. Okay. Ja, also, wo ist denn jetzt der Ausgang hier? Gehen wir wieder auf. Ja, das sind nur Puppen hier, ne? Das sind also keine richtigen Bewohner, sondern alles nur Puppen. So, gehen wir mal runter. In Etage, was weiß ich, 2 oder so. Und da sieht das ganz genauso aus, wie ihr gleich sehen werdet. Schauen wir mal, wem dieses Teil hier gehört. Darf ich denn da mal eine Information bekommen, bitte? Nein, doch. Katziana Athena Lara. Und hier macht man mir nicht auf. Das heißt, wenn die Türen automatisch aufgehen, kann man da rein. Wir wollen aber jetzt mal nicht rein, sondern wieder raus aus dem Laden hier, denn die Wohnungen hier sehen sich alle sehr ähnlich oder alle gleich aus. Es gibt noch andere Gebäude, da ist das nicht der Fall. So, wir werden jetzt mal einen kleinen Fußweg machen. Das heißt, zunächst mal machen wir einen Weg dort hinten hin.
Ja, mit Doppelklick auf den Boden kann man sich also selber dann dorthin bewegen. Wird dann hier angezeigt durch einen grünen Pfeil. So, ich werde mich erstmal dann in Richtung... Ne, wir machen doch keinen Fußmarsch. Wir werden gleich mal... Hallo, 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 stehen bleiben. So, wir werden uns gleich mal teleportieren lassen. Nämlich zu Treasure Island City. Das ist hier so in etwa. Da hinten. Da gehen wir da mal hin. In der Zeit kann ich mal wieder einen Schluck Tee trinken.